Herzlich willkommen, eure Freunde, zurück zu Among Us. Heute mit einer etwas prominenteren Runde. Und zwar haben wir einmal Becky's Playground. Die macht auf Twitch Sachen. Dann haben wir noch Kitty, Achnina, alle Twitcher. Ich habe nie aufgepasst. Das müssen wir jetzt Simon Says machen. Zack. Och man. Wow. Wow. Mann ey. Sind wir direkt tot. Hä? Als ob das falsch war. Oh, ich hasse dieses Ding, ne? Okay, Konzentration, Leute. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, super. Das hätten wir geschafft. Ja, sonst ist noch dabei Stefan. Ich verlinke die natürlich alle nachher auch noch. Leckerer Backfisch ist dabei. Wen haben wir noch dabei? Die Husto. Oder ein R, ich weiß es gerade nicht. Frodografie, Crazy Claire, Artemis Place. Alles Streamer. Oh, da ist auch jemand tot. Ja, es wird eine schnelle Runde. Es wird eine ganz, ganz schnelle Runde. Das finde ich lustig. Oh. Oh nein. Hey, warte mal. Ist das ein Anschlag auf die Just Becky Community hier? Tja, sind beide meine Mitspieler. Oha. Tja. Ich würde ja für dich, dann warst du es wahrscheinlich. Ich habe die Leiche von Grün gefunden, also es wird dann Stefan sein, in Electrical direkt auf dem Vent. Ich will erst rein, hat die Task gemacht. Frodo läuft auch ja, wie mit dem Schild davor total blind da rum und hat sie auch nicht erst gesehen. Also erst nachdem wir die Task hatten, dann habe ich gesehen, Report-Button? Ah ja. Aha. Dann hätte ich doch direkt eine Frage an Kitty. An mich? Wir sind uns doch bei Upper Engine entgegengekommen. Wo bist du denn hergekommen? Warte, wo ist nochmal Upper Engine? Ich habe so lange nicht. Oben links? Oben links. Oben links, ja. Ich war in den Camps einmal drin. Okay, das dachte ich mir schon. Hat jemand die Camps angesehen? Ja, das ist ja ganz praktisch, weil da kann man ja hinwenden. Ich hab so kurz Leuchten gesehen gehabt, wie. Ja, jetzt bin ich drin in den Camps. Ja, nee. Bevor ich. Zeig dir mal hin, wo. Wer gerade redet. Ich vom Weapon runtergelaufen bin, da habe ich sie schon angesehen gehabt. Also, dass sie an waren. Okay. Das war vor 2-3 Minuten. Ja, nur mal im Hinterkopf halten. Ja. Wir müssen ja noch keinen rauswählen. Aber Kitty, verdächtig? Ist verdächtig, wenn sie sagt, sie war Cams und Electrical waren die Leute tot. Also, ich habe Stefan das letzte Mal bei Shields gesehen. Ich bin dann aber Richtung Admin gelaufen und er ist Richtung Electrical gegangen. Das heißt, also irgendwo muss er da umgekommen sein. Mit. Da kam Frodo doch her, oder nicht? Und ich kann auch. Also, Nina war mit mir in Admin. Und ich glaube noch irgendwer. Okay. So, okay, Leute. Leute, ich habe außerdem, ne, neues Jahr, neues Glück. Wir haben heute den 11.01. Ich weiß nicht, wann dieser Part hier wiederkommen wird. Ich denke im April oder im März. Mal schauen, Leute. Es tut mir leid. Aber ich habe nun so viele Among Us Sachen und ich hoffe, irgendwann kommt die neue Map endlich. Das wäre toll. Wenn endlich, oh Gott, ich krieg's nicht hin mit der Maus. Und meine Hände sind heute eiskalt, denn heute haben wir -6 Grad. Ist nicht ganz so cool, aber ja, ich mag die Kälte. Außer wenn ich spiele. Dann brauche ich eigentlich schon wärmere Hände. Serientechnisch, ne? Ich habe The Chillin. Boah. Also, nee, Siri. Nein, Siri, ich habe dich nicht gerufen. Hier, Dingsybums, Sabrina. Den letzten Teil habe ich gesehen, war wieder sehr, sehr cool gemacht. Dann schaue ich momentan Orphan Black oder so.
Das war echt ein Zufall, dass ich die Serie schaue. Ich habe nämlich einfach mir gesagt, komm, die 34. Serie, die ich auf Netflix sehe, die schaue ich mir an. Und das war sie. Ich habe Claire. Und da bin ich gerade bei der dritten Staffel. Claire im Electrical. Okay. Ich war eben noch mit Frodo Lower Engine. Also Frodo müsste sagen, dass ich es nicht gewesen sein kann, weil du bist direkt hinter mir gelaufen. Ja, also Backfisch, ich war hinter dir. Achso, der Backfisch war hindert. Okay, dann habe ich mich verguckt. Ich war erst Weapons, dann Navigation. Okay, irgendjemand war jedenfalls hinter mir. Warum bist du schon wieder Weapons? Und Navigation, Frodo? Ja, ich war vorhin nicht in Navigation, ich war nur unten in. Also hat den Storage gemacht, also bin von Weapons vorhin runter Richtung Storage und dann. Und dann. Geht man trotzdem nach Nav rein, wenn man da Aufgaben hat. Ja, du redest doch schon hier um Kopf und Kragen, Frodo, das merke ich direkt. Also wir können es ja eigentlich einfach machen, Arti und Kitty, ihr wart doch beide am, oder Arti und Becky, ihr wart doch am Simon Says, oder? Ja. Simon Says, was ist das? Ja. Was ist das? Das ist also eben Reaktor das, anmachen. Wo man das so nachklicken muss. So, ah, okay. Ich habe gesehen, dass Nina den Kill nicht gemacht hat und Husto würde ich theoretisch genau rausschießen, weil der in Lower Engine war. Heißt, es bleibt eigentlich nur Frodo und Kitty übrig. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Kitty, wo warst denn du zum Schluss? Weil ich glaube, dass Kitty an mir vorher vorbeigelaufen ist. Ich glaube es nämlich auch. Ich wollte sagen, es war eine grüne Farbe, aber ich weiß nicht, ob es hellblau oder grün war. Genau, deswegen, ich wollte auch mal warten, was die anderen sagen, ja, aber ich glaube, Kitty stimmt, ist an mir stimmt. vorbeigelaufen. Ja, das stimmt. Nee, wenn du, die ist schon so verdächtig, weil sie keinen Hut auf hat. Nee, aber Nina ist mir entgegengekommen, das stimmt, aus Storage. Aber ich war nicht im Electrical drin. Nee, aus Storage nicht. Ich war nicht in Storage. Meine Maus sieht man gar nicht, oder? Nee, ich war links lower, also ich bin vom Reaktor direkt unter Lower Engine und dann in Electrical, wo die Leiche war. Das heißt, du warst aber in der Richtung. Dann hättest du mich ja aber sehen müssen, wie ich da rein oder rausgehe. Ja, das haben wir vorhin. Also ich esse auch den Jumpies nebenbei. Ja, aber du warst doch kurz nach mir direkt dabei. Wie schnell soll ich denn gewesen sein? So wie vorhin, töten und ab in den Vent. Ja, genau, ich glaube auch. Ja. Also da hätte ich ja oben sein müssen, aber ich war ja in Communication hinten. Ihr seid beide Sus. So, dann schaue ich ab heute The Magicians Staffel 4. Ihr wisst, dass ich den Namen nie aussprechen kann. The Magicians oder so. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall Staffel 4 auf Amazon Prime ist jetzt verfügbar, kostenlos. Die schaue ich mir auf jeden Fall an. Die vorigen Staffeln habe ich mir zwar alle gekauft, aber die Staffel... Hey, wieso geht meine Maus nicht? Ich muss hier meine Laptop-Maus nehmen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Feature? Das habe ich aber nicht gebucht. So. Achso, ne, hier, dieses Video und die folgenden Videos werden nicht gesponsert von GeForce Now, ja? Die anderen werden gesponsert. Ich nicht, aber die anderen. So. Die labern vielleicht ein bisschen mehr über GeForce Now und nicht ich. So, wo muss ich hin? Da. Download. Sonst, ne, Dschungelcamp fängt jetzt bald wieder an. In 4 Tagen, da freue ich mich mega drauf. Ja, zu Hogwarts Legacy gibt's noch nichts Neues. Ich habe Braun im Admin gefunden. Braun im Admin. Ich bin okay, da war ich gar nicht unterwegs. Ich bin in den Camps. Also Arti, bist du immer ein Reaktor-Arti? Ich bin, ja genau. Es ist gerade Reaktor rausgelaufen. Das ist hier auf der linken Seite. Dann sind es Frodo und Kitty, ganz einfach. Ich glaube auch, ja. Dann einigen wir uns auf wen zuerst. Frodo, du bist ja auch gerade im Medbay, ne? Da kannst du ja easy hinlaufen nach Admin-Kill, will ich auch machen. Ja, immer. Also wen zuerst? Also such du aus, bist der Henker. Okay, Frodo. Ich mach auch Frodo, ja. Okay. Okay, dann alle. Wir lassen ihn nicht mal die Zeit, dass er sich irgendwie verteidigen kann. Warte raus! Jetzt hat er bestimmt noch auf mich gewotet. Ciao! Ja, ne? Dschungelcamp beginnt wieder. Ich weiß nicht, was ich noch gemacht habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin wieder so ein bisschen in Hearthstone-Sucht reingefallen. Ich spiele wieder viel Minecraft. Vielleicht zeige ich euch das auch eines Tages, was ich da Schönes gebaut habe. Ich habe ein Schiff und ein
eine kleine Villa gebaut, würde ich sagen, und einen Keller. Das habe ich gemacht in dem Minecraft-Projekt. Und ja, mal gucken. Es war als Winterprojekt gedacht, aber dann habe ich irgendwie nie was aufgenommen. Ja, ist jetzt so. Ist halt so. So, ich bin fertig mit meinen Aufgaben. Ich bin gespannt, wie weit die sind. Wir gehen jetzt mal hier Just Becky hinterher. Gucken, was sie Schönes macht. Mhm. Sehr interessant, Becky. So, wird jetzt hier jemand abgeschlachtet? Ja, sie sind zu zweit da, oder? Kein Doppelkill? Ich weiß es nicht. Hä, ist Becky doch keiner? Lel, als ob Becky doch keiner ist. Ich dachte, die wäre safe einer. Ich habe keine Ahnung mehr, wer mich gekillt hat. Ich meine Orange. Also, ich sehe hier gerade keine Übersicht. Oh, mit Tab kann man auch die Karte öffnen. Gut zu wissen. Oh, Orange war es doch nicht. Okay, da habe ich Kitty gerade gekillt hat. Ich fange schon an zu stottern. Oh, ja, Kitty ist gerade aus Medbay rausgelaufen. Oh je. Leiche ist auch in Medbay? Es war in Flagranti. Ah, ich habe mich nämlich noch alle gemeinsam gesehen. Ich war so, oh mein Gott, ich mache noch schnell die Task fertig und wollte eigentlich schon Emergency-Button klicken gehen. Ah, Kitty, möchtest du noch was sagen? Nee. Ich hab ja schon in der Runde vor mich gerufen. So, ja. Einfach die Herzensbrecherin. Du musst noch voten. Das ist auch selbst. Hat mich Kitty oder der andere getötet? Ich hab keine Ahnung. Ja, wohl die Herzensstecherin. Ich hab keine Ahnung, wer mich gekillt hat. Victory. Ja. GG. Oh, das war's aber auch. Achso, wenn wir eine andere Map wollten würden, dann müssten wir eine andere Lobby machen, gell? Ja, dann machen wir nochmal komplett neu. Ja, nein, das ist so blöd. Aber ich glaube, ich finde es so nochmal vielleicht gar nicht schlecht, dann kommt man jetzt so ein bisschen rein. Ja, total. Ja. Ich finde es auch gut. Die erste Runde ist halt echt immer voll fies, wenn man da gleich Imposter ist. Ich habe auch gesagt, ich schwitze da auch jedes Mal und drücke einfach nur die Daumen. Bitte nicht ich, bitte nicht ich. Hä? Dann sage ich ganz angenehm. Werden. Ja, ja, ich auch. Ja, ich auch. Alle abschnitzeln. Ich werde das einfach nie. Ich war's mal 6 Runden am Stück, dann hatte ich auch die Schnauze voll. Gut. Ich will euch aber nur vorwarnen, mit Claire kann man ganz schlecht Doppelkills machen. Ach, sei ruhig. Claire läuft einfach weg, du killst. Das ist mir schon mehr als einmal passiert, sagen wir mal so. Nice, Kitty. Jetzt bist du weniger auffällig mit der Klopapierrolle, ja, finde ich gut. Finde ich auch. Gar nicht mehr süß. Nee, ich bin dumm. Wollen wir direkt starten? CC. Vielleicht möchte noch jemand sein Outfit ändern. Könnte man, wenn wir ready sind, zur Tür stellen. Meine Runde neues Glück. Oh, bitte nicht. Ich bin Imposter. Scheiße. Oh nein. Oh nein, Husto geht direkt hinterher. Ja. Nee, da gehe ich jetzt noch nicht. Mal sicher jetzt halber da rein. Oh nein, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Oh ne, der Kick-Counter beginnt jetzt erst. Ist ganz schlecht, oder? Ist das schlecht? Oh Gott, ich traue mich gerade nicht rauszukommen. Oh, der. Oh no. Ja, die Leiche liegt in der Cafeteria. Ich war oben rechts in diesem Raum drin und hab die Aufgabe gemacht und wollte eben zum Electrical laufen, um das Licht wieder anzumachen. Und da liegt sie quasi direkt im Türbereich, also ein Stückchen hinter der Tür. Wer war noch alles oben rechts in der Cafeteria am Anfang? Alle möglichen Leute. Ja. Nee, Husto und ich glaube ich nicht. Frodo war auch mit mir rechts. Also ich habe rechts oben in der Cafeteria den Müll rausgebracht, bin dann in... hab in Weapons den Download gemacht und ich war in Weapons, hab geschossen. Ja, und ich bin dann aber quasi nach unten Richtung O2 und da standen... Wir standen da jetzt auf dem Gang. O2 war ich jetzt auf... Also ich bin jetzt auf dem Weg gerade von O2 Richtung Electrical. Also ich müsste jetzt zur Höhe Koms ungefähr stehen.
Nee, bei mir hat sich direkt im Kreuzungsbereich stand mir irgendeiner. Also ich hab's leicht gefixt. Und bin jetzt in dieser Eins mit diesen Scheiben drin. Ich bin am Anfang links gegangen mit Husto, glaube ich. Der ist dann zu diesen Medical-Dings da gegangen. Ich glaube, genau, Frodo und ich stehen noch rechts. Ja, rechts. Ich bin 3 Fuß 6. Also ich bin jetzt, glaube ich, Höhe O2, sowas. Genau, also ich stehe in O2 drinnen und ich habe. Ja, okay, gut, dann kann das jetzt gerade Frodo sein, der mir hier auf dem Gang begegnet ist. Mhm. Okay. Kitty, wo warst du? Ich war auf der rechten Seite, auf jeden Fall. Okay. Das ist sehr gut beschrieben. ja, ich bin ein gutes Alibi. wenn irgendjemand chat, wenn irgendwer die Karte findet, post mal Link zur Karte. Dann poste ich das da in die Gruppe rein. Dann können wir noch auf die Karte schauen. Warte. Ich kann aber bei Googles Geldmap eingeben. das eigentlich. Ist schon im Ding drin. Super. Dankeschön. Gerne. Stefan Suess. da mute ich mich. Ups. So. So, okay. Wir haben nichts gemacht, aber jetzt wissen wir, dass der Cooldown jetzt hier langsam gedingst wird. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Lichter aus. So, da laufen wir mal ganz, ganz schnell hin. Und machen hier an. So geht das. Und nicht anders. Ich muss noch ein bisschen warten hier. Die sind da unten zu zweit, okay. Husto, guck ganz, ganz genau hin. Ist natürlich auch schlau von ihm. Husto geht weiter, okay. Ich glaube, Husto geht nach unten, oder? Ich glaube schon. Das ist Backfisch. Oh nein, hat er mich gesehen? Ja, bitte. Backfisch. Also, ich weiß nicht genau. Vielleicht bin ich auch ultra lost gerade. Aber Nina ist gewendet. Nina ist gewendet? Nein, Backfisch ist gewendet. Nein, ich stand hinten drin, hab die Swipecard gemacht. Die Tür ging zu und Nina kam aus dem Wenden, hat sich Nein. Sehr gut, dass ich ein Alibi habe, weil ich Becky die ganze Zeit vor der Tür stehen sehen. Genau, Nina und ich, wir sind uns nämlich vor den Türen gegenüber gestanden, dann bin ich zurück zu Admin gegangen und kam nämlich gerade das Admin raus, weil ich auch die Karte geswiped habe und es war niemand Admin und er kommt auf einmal als Admin und das kann nicht sein, weil er ist nicht von oben in Admin reingelaufen. Dann bist du die zweite Becky. Was? Nein! Backfisch, er versucht es abzuwehren. Ich war am Swipecard, Nina kam auf die Wand raus, alle Türen zu. Nein, ihr müsst es nicht glauben. Und ich stand auf der anderen Seite. Nein, es ist wirklich so. Also, ich bin aus Admin rausgelaufen und stand dann unten, weil wir wollten eigentlich nach unten zu Storage runterlaufen. Und da stand Nina gegenüber, das Ganze bestätigen. Ja. Und dann bin ich wieder zu. Also, und dann habe ich gesehen, wie er auf einmal als Admin rausläuft. Und ich war so, hä, wie soll das gehen? Der war gerade gar nicht in Admin drin und das geht einfach nicht. Und dann bin ich direkt zum Emergency Button gelaufen. Das ist nämlich ein Bug, den nur Imposter haben, dass sie durch Türen gucken können. Sorry, wir haben jetzt nicht, zwei Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass Jack hier als Imposter zu einem Emergency Button laufen würde. Dreiste Lügen. Also, jetzt haben wir. Skip jetzt. Jetzt haben aber nicht auf Becky Sass. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir wohnen Backfisch raus und er war kein Imposter und dann ist es auch Nina und Becky oder es war Backfisch. Ey, ich hab's einfach unschuldig. Es macht null Sinn, Unglücklich. Oder wir skippen und ihr verliert nicht einen Crewmate. Ja, als ob. Ja, oder wir gucken nicht einfach und ziehen eine urschnelle. Wir haben so viele Crewmates, das macht ja auch nicht mehr aus. Wir essen keinen Fisch. Der Fisch ist gegessen. Ja, Nina und Becky. Mach noch unschuldig. Ja. Einfach Wölfe im Straßfeld. Aber gut. Also, ich muss schon sagen, das ist. Ist ja auch keine Lüge von mir. Und tschüss. Tschüssi. Tschüss. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
Okay, okay. So. Oh Gott, ich muss mich jetzt hier richtig gut anstellen, ne? Das ist gar nicht gut. Och, er macht die Türen zu. Ich raste aus. Wieso macht er das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Kitty gefunden in Lower Engine. Ich war gerade in Electrical, habe da zwei Tasks gemacht. Einmal diese drei Kreise, die sich drehen und dann noch diesen einen Schalter nach oben. Dann kam mir Stefan entgegen. Richtig. Ich weiß aber nicht aus welcher Richtung. Ich kam aus Deutsch. Glaube ich auch, ist eher so gesehen zu haben. Und dann bin ich nach Lower Engine gelaufen, direkt auf die Leiche gestoßen. Ja, ich war vorher im Admin gewesen, Karzweiten. Ja. Da stand Becky im Gang vor der verschlossenen Tür Richtung Cafeteria. Und Rot war, glaube ich, noch mit dabei. Ja, ich stand am Download. Ich muss auch sagen, dass jetzt für mich am verdächtigsten Moritz ist, also L. Granger, weil ich habe euch gerade alles, wir sind ja alle irgendwie gerade Admin gewesen für O2. Ich war aber rechts bei Claire. Die einzige Person, die ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, wäre Moritz gewesen. Ich war, also als der Alarm war, da bin ich nach unten und dann nach rechts gegangen. Und dann hat Claire schon den Alarm da wieder weggemacht. Okay, gut, ich wollte gerade fragen, also ich habe rechts oben den. Achso, dann war es Achnina. Ja. Nee, hey, ich meine Claire wäre das gewesen. Nee, ich habe unten. Achso, dann war es Achnina. Also wir können ja eh nochmal skippen. Ja, ich würde auch skippen, aber Moritz, also Elf Ranger, rosane Blüte. Vielleicht bist du es ja auch, Becky. Ja, die Hermine ist schon. Die Hermine, ne? Oh Gott, scheiße. Das sieht nicht gut aus. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal hinten hingehen. Und wir machen das hier. So, wir machen gleich hier Dings. Licht aus. Och Mann, hör doch auf mit deiner Tür. Oder war das das Licht? Ich weiß es nicht. So, und dann wollen wir mal gucken. Der hat das gemacht. Sehr schön. Wir gucken mal hier. Gehen da mal wieder raus. Oh, nee. Weg da. So. Mann. Ja, gehen wir mal hier kurz zum Admin-Raum. Guck mal eben hier hinten. Hier ist aber niemand. Okay. Düt. Mach ich mal hier O2. Da laufen wir mal ganz, ganz schnell hin. Ah, da ist schon. Okay. Schnell nach da hinten. Die haben auch gemacht, ne? Ja, gut. Gut. Dann gehe ich mal wieder. Oh Gott, das ist voll schwer. Ist wirklich schwer, ey. So. Was mache ich denn jetzt? Tschüss, Frododo. Geht er mir hinterher? Nee, okay. Scheiße, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich traue mich gerade noch nicht. Ist hier jemand? Da ist niemand. Da auch nicht. Da ist Becky. Mach mir nochmal Licht aus. Da ist Claire. Ich muss leider Claire gleich töten. Gut. Oh, die sperre ich jetzt erstmal ein. Ja gut. Dann, die machen das schon. Ach Gott, ey. Oh,
So, ich habe Becky in Storage gefunden. Ich kann ganz gut den Stefan safen, denn wir waren zusammen in der Electrical gerade eingesperrt. Jo. Wo genau in Storage? Also und, kurz vor und, dem Gang Richtung Comms. Okay. Ich habe links Frodo, du an den Kameras gesehen. Den O2 fixen und sind dann ja über, glaube ich, über Cafeteria Weide weg, oder? Ja. Moritz stand da im Gang. Hast du gesehen, wo er hin ist? Ist er noch unten weg? Das weiß ich nicht mehr. Ne, habe ich nicht gesehen. Also ich habe nur okay. gesehen, dass wir beide in Reaktor waren und dann zusammen zur Elektrike gelaufen sind. Genau. Und dort dann eingesperrt waren. Nina, was hast du gemacht? Ich habe den O2 unten gemacht und bin dann in Medbay und habe die Aufgabe da gestartet, die länger dauert, also wo man wiederkommen muss. Und was hast du zuletzt gemacht? Das Med-Ding? Ja, zuletzt war ich Medbay. Und was hast du dann in Storage gemacht? Da war ich zwischenzeitlich. Direkt, ich glaube, nach diesem Alert-Ding, glaube ich, um diesen Tank aufzufüllen, wo man da stehen muss. Und da habe ich auch Braun im Storage langlaufen sehen, wir sind dann aber beide wieder weg. Ja, genau, das war ja ich. Achso, ja, gut. Und Hermine? Ich? Ja, also, ich bin da mit mit Claire. Mit Claire bin ich ein bisschen weit runtergegangen, dann habe ich da diese Shields gemacht, dann bin ich wieder hoch, da stand Frodo Dodo immer noch an den Kameras und habe dann noch den oberen Schild gemacht. Ich habe Electrical, also die Kabel gefixt in Kameras und bin dann hoch zum Medbay, habe die Mission abgeschlossen und bin jetzt oben bei Cafeteria Wires fixen. Also wir haben ja safe einen raus, ich bin fertig mit Task. Wir sind auch jetzt fast fertig, ja. Ja, ich bin jetzt auch gleich fertig. Mir fehlt auch noch einer. Ja, easy. Scheiße, das wird was. Ich muss jetzt Zeit hier gewinnen. Dass die da nicht so leicht rauskommen. Oh, nee. Ach, scheiße, das ist der falsche. Oh, nein. Ich muss ganz, ganz dringend hier das ja machen. Sind sie denn? Kacke. Oh mein Gott. Ich hab Moritz gerade in den durch die Camps wenden sehen. Das halte ich für die Wahrheit. Na dann. Na dann. Aber ich sag's euch, ich bin's nicht. Hey, du hast doch gesagt, dass du gewendet bist, oder nicht? Oder hast ja, letzte Runde bin ich gewendet. Moritz heißt jetzt wer? El Granger. Ah, okay. Ich kann mir mal erzählen, warum die Storage-Türen, dass man da mehr durchsehen kann, als bei den Electrical-Türen? Keine Ahnung. Was ist das denn für ein Schmutz? Ich hatte so einen guten Plan. Ich dachte mir ja, ich schnitze da jetzt die Nina weg. Aber dann kannst du einfach die Tür durchgucken mit der Becky. Das war so unglücklich, wirklich. Also, hättest du nicht durch die Tür durchgucken können? Ich hätte sie abgestützt und wäre wieder hochgewendet, aber... Ja. Ich muss ganz kurz mal ein Wissi, ne? Ein Wissi. Ja.